sind auf Grand Valley Highway 1. Und das ist das dritte Rennen. Und zwar haben wir jetzt hier dabei am Start auf der Pole Position unser Gringo im McLaren 650S. Ja, dicht gefolgt vom Front Porsche. Da kommt schon der Rami Turo. Und dahinter dran der alte Elvis mal wieder. Und da haben wir noch der Racer. Und der Subaru STI, der Kevin. Und der Tagbaum haben wir da. Und da kommt der Kickboxer ins Spiel. Und da haben wir unser Little. Und der Quatzka, ach, noch. Und da haben wir noch der Ultra Korrekt. Und am Schluss noch der Toffi, unser Chefchen, wie immer. Ne? Und er hat da SRT Super Racing Tom. Und jetzt geht's zum Start. Viel Spaß! So, da haben wir natürlich ein paar Favoriten dabei. Ne? Die wollen alle garen. Ne? Sind sie bestrebt, in die Liga 1 aufzurücken. Ne? Klar. Den oder anderen hat gedacht, der geht jetzt vielleicht noch dem Rennen schon schaffen. Ne? Aber weit gefehlt. Ja, wenn man immer so weit runtergerutscht ist und ein Rennen nicht mitgemacht hat, dann hat man schon einen ganz schönen Punkteverlust. Ne? Und daher müssen sie sich halt mal langsam nochmal raufkämpfen. Jetzt gucken wir raufkämpfen. So, jetzt gucken wir aus dem Auto vom Little mal raus. Ne? Der Little, der hat, muss man dazu sagen, ne? Der hat sich neue Pedale gekauft. Ne? Die V3, ne? Von den Fanatecs da. Und jetzt hat er da ein bisschen Probleme damit, mit der Bremse. Ne? Das ist ja nicht so, wie es vorher war bei seinem Schusskörper, keine Ahnung. Aber anders halt, ne? Anders als was gewohnt ist. Wenn man es gewohnt ist, ne? Und dann ist es plötzlich anders, dann klappt es vielleicht nicht mehr. Ne? Da hat er sich vielleicht auch noch einen neuen Lenker gekauft, weil ist er noch gegen die Wand gefahren. So, da haben wir im Blick. Das ist der Racer. Der Racer. Der wird auch immer besser, ne? Aber immer noch ein bisschen ruckelig doch alles, ne? So einige ruckeln immer noch da rum. Ich habe ja schon einmal gesagt, der beste Tipp ist, naja, Router. Hm? Und eine 100.000er Leitung brauche ich, glaube ich, auch. So, wir sind ja bei der Telekom, ne? So, jetzt hier sind wir aber beim Rennen, ne? Und da ist der Tagbaum ganz dicht hinter dem Racer. Und da ist der Kevin, der nervt da tierisch der Elvis, ne? Der hat einfach nicht locker gelassen. Als so dicht hinter dran hergetuckert, da ist der Elvis ganz schön nervös, ne? Na jo, man guckt da dann immer in der Rückspiegel drin, ne? Und sieht den da ganz groß, ne? Ja, das ist natürlich schon, jo, da muss man sich wirklich konzentrieren, ne? Und da jetzt geht er dran vorbei, so wie die Sache aussieht. Da kommt das als erster im Tunnel raus. Genau, Kevin ist als erster aus dem Tunnel rausgekommen. So, der ist vom Team OBG, ne? Und da haben wir jetzt nochmal den Tagbaum in einem Toffi. Das ist natürlich auch der Tagbaum, das ist auch ein guter, recht guter Fahrer. Nur die sind, die dann nicht so gleich immer von vornherein dabei sind oder eh einen Renner ausgesetzt haben, ne? Und dann, ja, das ist jetzt Liga 2. Okay, also Liga 2 ist ja nicht schlecht, das ist ja richtig gut. Man muss sich nur bedenken, dass selbst in der Liga 3 und auch in der Liga 4, welche dabei sind, die zwei Rennen nicht mitgefahren sind, so Quereinsteiger. Und die haben natürlich, mein lieber Alter, da sind ein paar dabei, das sind ganz klare Liga 1-Fahrer, ne? Und das ist, wie habe ich ja gedacht, Mann, kommen doch gleich mit dabei, ne? Haben sie zu spät erfahren oder sonst was, keine Ahnung. Und so, der Frontotz da zum Beispiel, ne? Der ist ja, der fährt ja ACC und bei ACC ist der immer ganz vorne, ne? Der ist immer Erster, ne? Aber das scheint auch ein bisschen anders, dass wir da zu sind. Dass man da jetzt nicht sagen kann, wenn einer in ACC vor ist, dann ist er automatisch auch da bei GT7 vor. Nee, und umgekehrt auch nicht. Ne? Das geht so nicht. Ne? Wir haben halt auch nochmal drüber geschwätzt, ne? Dass das zwei Paar Schuhe sind. Ne? Und da gibt es ja noch die PC-Fahrer, gibt es ja auch noch. Ne? Aber man kann auch nicht alles machen. Also ich habe mich auch da entschieden. Oh, und da ist der Tagbaum im Frontotz hin drauf gefahren. Ne? Er wollte sich ein bisschen in der Gegend umgucken, ne? Und dann ist er dem hinten drauf gebollert. No, das kommt halt mal vorhaut, ne? Heute. So, und jetzt ab durch den Tunnel. Der Tunnel dort, der ist ja sehr, der irritiert ja unheimlich, ne? Da fährst du rein, ne? Da wird's dunkel, ne? Und dann
wenn du rausfährst, wird es schlagartig hell. Ne? Da denkst du, ah, gerade mich hat der Blitz getroffen. Ne? So, jetzt sind sie da zu dritt. Das sind mal schöne Gefechtchen, ne? Wenn sie dann da durch die Kurve gehen und wir gucken mal, wer als erster dann da wirklich rauskommt. Ne? Und jetzt hat der Elvis und der Toffi, beide im BMW, ne? Das ist dann auch immer interessant, ne? Weil die sind ja gleich auf. Ne? Da gibt es ja nur der Sprint und der Endurance, aber ich weiß gar nicht, unterscheidet die sich irgendwie in der PS-Zahl oder in der Gewichtsklasse? Ich glaube es nicht. Ne? Da wird, glaube ich, BMW als BMW gehandelt. Ne? Und jetzt... Der Elvis und der Tagbahn. Wer attackiert dann da wen? Ne? Das bleibt mir noch zu fragen übrig. Aber da kennen sie schon ein bisschen. Da, jetzt hat der Elvis da die Oberhand gehabt. Und da der Ultra Korrekt und der Super Rusti. Der Super Rusti, ja, der hupst da ein bisschen vor und zurück ein bisschen. Ne? So zuppeli-zuppeli-zapp. Aber alles okay. Das ist alles noch im grünen Bereich, sage ich mal so. Es gibt da schon, war ja früher, ach Gott, da konnte ich gar nicht fahren. Ich sprung von einer auf die andere Seite. Ne? Ganz, ganz, ganz schlimm. Und wenn ich von früher schwätze, dann ist das noch gar nicht lang her. Jo, ja, da haben wir wieder den Racer mit dem Toffi zusammen. Und da haben wir jetzt nochmal den Ultra Korrekt und den Racer. Da, das sind, wie gesagt, kurze, schnelle Ausschnitte, wo man dann ein paar Gefechte sind, die ein bisschen interessant sind. Ne? Aber dieses Rennen, oh, jetzt haben wir schon den Zieleinlauf. Dieses Rennen war ja höchst interessant, vor allem von in aller Liga, ne? In aller Liga. Und da haben wir als Erster, kommt ins Ziel, unser Krenko! Herzlichen Glückwunsch, Krenko, zum ersten Platz. Aber es hat leicht schon. Es reicht schon wieder nicht für. Und da kommt der Rami! Rami Turo hat leider Gottes jetzt die ganze GTASM verlassen und steigt dann irgendwann nächstes Jahr vielleicht noch mal in. Ne? Und da haben wir jetzt als Dritter, kommt ins Ziel der Frontotz. Yo, das sind alles, wie gesagt, Liga-1-Kandidaten. Der Donut, der ist kein Liga-1-Kandidat, der Alt-Elvis nicht, der bleibt. Und rutscht höchstens noch ab in die Liga 3. Weil das nächste Rennen, das ist ja jetzt schon quasi, jetzt haben wir hier schon... Der vierte, das ist halt, ne, der fünfte. Ne? Und da kommt der Quatzka. Ich schwätze zu viel und da kommen die alle schon ins Ziel gefahren. Da kommt der Quatzka. Glückwunsch. Er kommt jetzt aus dem Tunnel raus. Der Tagbam. Tagbam auf dem Platz 6. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hinten dran muss man schon gleich sehen. Ach, das wird sehr interessant. Das gucken wir uns mal nochmal an. Jetzt kommt dort der Ultra Korrekt. Und der Razor. Und der Kevin. Gucken wir euch das doch mal an, wie die ins Ziel fahren jetzt. Da gucken wir da hin. Wow! Das ist ein extra Highlight wert! Und als Zehner kommt der Toffi! Herzlichen Glückwunsch, Toffi! Jetzt fast vergessen die Hube voller Aufregung. Und der Super Rusti auf Platz 11. Herzlichen Glückwunsch! Ach, die Hube, die ist einfach schön. Die ist schön angenehm, ne? So, da haben wir jetzt den Kickboxer auf Platz 12. Herzlichen Glückwunsch, Kickboxer! Und wir kommen jetzt aus dem Tunnel. The Little auf Platz 13. Ja, da muss ich noch ein bisschen an die. Der muss ich noch ein bisschen an die Gasbremsgeschichte da gewöhnen. Ne? So, ich mache mal kurzer Cut und da gehen wir gleich zu Liga 4. Und so haben wir auf der Pole Position The Back to Paradise. Jawohl. Oh, auf der Pole Position 2, ja genau. Alter Gasfahrer der FG09. Und da haben wir noch einen Gasfahrer der MSF. Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, weil ich kann es nicht lesen. Und da haben wir da vom Team D23 den Navi. Und unser Kevin ist auch dabei im Porsche. Und da haben wir den Totti aus Saarbrücke. Und da haben wir den Rainer. Und wen haben wir dann da? Das ist der Bulei. Guck mal an, der Bulei. Und der Nick ist auch dabei im Mustang. So, jetzt geht's schon los. Liga 4. Highlights. Genauso spannend. Genauso gut. Und los geht die Wurst. Oh, wir machen da schon gleich einen Fehlstart. Das war der Back to Paradise. Jetzt hat er die Pole Position aufgehen und fällt natürlich gleich um einige Plätze zurück. Ne? Das ist natürlich jetzt traurig, aber der hat ja Benzin im Blut. Und da geht gleich der Punk ab. Da werden wir mal sehen, wo der am Schluss da rauskommt. Noah.
So, dann haben wir da, wen sehen wir dann da? Das ist der Bulle, guck mal an, im Porsche. In Blau und Weiß. Und da ist er. Und hinten dran gleich und der, oh, der Rainer und wirbt ganz schön viel Staub auf. Da bleibt mir die Luft weg und da bleibt mir die Zunge am Gaumen pappen. Ne, ich hätte ja ein bisschen was trinken. Ne? Oh, da ist gleich der Bulle jetzt abgesehen, weil er muss bremsen vorne dran. Und nun gucken wir mal, was der Heckscheibe vom GGFFG09. Ah, von hinten ist auch mal ganz schöne Perspektive. Ne? Da sieht man wieder, dass der Back to Paradise ein bisschen zu schnell war, ne? Der wollte jetzt so gleich, ne? Da kann man sich ganz schön täuschen, ne? Moment mal, so, jetzt müsst ihr umspringen, dann springt sie nicht um, ne? Und da gleich über die Brick da, das ist eine wunderschöne Landschaft, so, eine wunderschöne Landschaft da in Grand Valley, ne? Da könnte man mal hinfahren. Ich meine, die Brick, die gibt's ja sogar, ne? So, und da, oh, da gehen einige Verbremser da, ne? Der Nick war das? Ne, es war nicht der Nick. Nick ist ja ganz hinten. Ne, Nick. Der Nick ist der im Mustang, ne? Mir hucke jetzt da beim Rainer drin. So. Und jetzt gucken wir mal da. Der Toddy verteidigt seine Position. Ja, der Porsche, der ist wirklich, der leid wirklich wie Bretter, muss man sagen. Die Porsche, die haben in der Kurve wirklich einen Vorteil, ne? Wenn man eine beherrscht, natürlich. Da muss der Porsche auch beherrschen können, ne? Und da geht es wieder über die lange Gerade und da wird der Rainer ganz schön attackiert. Kurz wird der Bulle ein bisschen zurückgesetzt. Das hat man öfter gesehen, ne? Gerade so an der Start-Ziel-Linie wird manchmal einer so ein bisschen ausgebremst. Warum auch immer. Das System macht das anscheinend. Das ist wohl ein Fehler im System, ne? So, jetzt, das ist immer, jo, da jetzt so viele neue Fahrer dabei sind wieder, ne? Und leider Gottes sind auch wieder einige abgesprungen. Zum Beispiel der Rami, ne, aus der Liga 2 ist nämlich dabei, ne? Der macht so eine kleine Auszeit. Und war noch trauriger ist es noch beim Don. Der Don, der hat auch jetzt ganz oft gehört, weil der geht jetzt nur noch auf PC, ne? Aber er bleibt in Kontakt mit uns. Vielleicht kommt er nochmal irgendwann dabei, wenn er merkt, ein PC, da ist es dann doch nicht so schön, ne? So, aber bei uns ist es immer lustig und wir haben immer Spaß. Das ist nicht, da steht nicht unbedingt so der, wie soll ich sagen, der Siegeswille im Vordergrund, sondern die Gemeinschaft steht da noch vorne dran, ne? Aber Ehrgeiz ist natürlich auch groß geschrieben. So, da haben wir den Back to Paradise, der sich jetzt da mit dem, heißt er Kevin? Nee, Kenny, mit dem Kenny anlädt, ne? Und jetzt guckt er mal, dass er mit seinem Porsche an seinem Porsche vorbeikommt, ne? Porsche, guck mal an, ne? Da fahren sie. Green und der macht's Maul weit auf davor. Da kriegst du Angst, wenn der da so ein bisschen herfahrt. So. Ja, und jetzt Sattel. Immer noch nicht, ne? Ja, muss parallel durch die Kurve und so. Jetzt sind sie. Er ist eine Wagenlänge vorne dran. Und, aber Porsche ist halt Porsche, ne? Da kannst du nicht sagen, ich habe mehr PS oder sowas. Nee, da kommt es wirklich auf die Fahrkunst an, ne? Da, der nächste Gastfahrer haben wir da. Ne? Der Name MSF, ich weiß es nicht mehr. Ah, wenn ich jetzt genau gute Augen hatte, hätte ich es gerne auf dem Auto lesen. Aber meine Augen sind nämlich so jung, ne? So, da kommt jetzt der vom D23 und der Division 23 vom Team und schnappt sich da der Anna Porsche. Und der Rainer, was macht der Rainer? Oh, der geht picknicken. Ein bisschen Sand aufwirbeln. Dort der Toddy, der McLaren, habe ich schon gehört, das soll wirklich ein super gutes Fahrzeug sein. Ne? Schnell, wendig und auf der Gerade flott. So, jetzt gucken wir aber mal, was war die Wende? Jetzt halt oben, ne? Halt oben, ne? Also es ist jetzt Sonntag, ich mache das so jetzt Sonntag, habe ich echt, haben wir viel Zeit gelöst, ne? Und haben dann gedacht, na gut, ich bin auch nicht dazu gekommen. Es war draußen am Abend, ich habe schön Wetter, da konnte ich auch nicht, da habe ich auch keine Lust gehabt, mich jetzt da rein zu hucken, ne? Halt, rennt es ein bisschen und es rennt halt oben auf Red Bull, ne? Da habe ich schon Bammel davor, wenn es da rennt, oh je, da rutscht man wieder da rum. Ne, ich bin froh, wenn das Rennen halt oben vorbei ist. Red Bull im Rennen ist nicht schön. So, jetzt gucken wir mal hin. Da hat sich der Back to Paradise wirklich noch vorgeschafft, ne? Und gucken wir mal, wer jetzt da ins Ziel kommt als allererstes. Ich weiß es gar nicht mehr. Wer war das? Ich glaube, das war ein Gastfahrer.
Jawohl, aber der Gastfahrer der D23, der Navy, hat sich ins Ziel geschafft. Herzlichen Glückwunsch! Da ist dein Hub, jetzt bin ich fast nicht dran kommt. Und da hat er sich von hinten nochmal vor Back to Paradise nach vorne geschafft. Mit seinem Gebiss hat er sie alle gefressen. Glückwunsch, Back to Paradise. Ja, das ist der Liga 1-Fahrer. Und der Toddy auf Platz 3. Ach, dabei. Wunderbar, Toddy. Hast du klasse gemacht. Einwandfrei. Wenn ich mich einfahre, müsste ich auch verloren. So. Gastfahrer FG09 auf Platz 4. Guck mal, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Fährt noch ein bisschen Schlangenlinie am Schluss. Aber gut. Gastfahrer, weißt du was? MSR, der Kruse. Hätte ich mal keine Behalle, ne? Glückwunsch. Und da kommt er. Der Kenny im Porsche. Herzlichen Glückwunsch, Kenny. Hinter dran kommt der Rainer. Aber der ist auf Platz 9. Ne? Der war ein bisschen überrundet worden. Ein bisschen überrundet worden. Gar kein Problem. Und der Bulle kommt auf Platz 7 hineingerauscht. Mit seinem Porsche. Guck an, Bulle. Herzlichen Glückwunsch. Und wen haben wir jetzt? Auf Platz 8 ist der Nick. Guck mal an, der Nick und sein Bruder, weil die sind wirklich saustark geworden. Also ich komme mit dem nicht Mick, Max, dem komme ich nicht mehr hinterher. Also ist wirklich super gut schnell. Oh, ich kann doch, da verliere ich ja die Muttersprache. Ne? Oh, ich klar jetzt so, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Machen das, was ich auch mache, Dad, und machen's anständig, gell? Deshalb sage ich jetzt nur noch, machen's gut. Ciao!